Das ist aber nur ein Teil davon, also das stimmt. Aber wir müssen uns nochmal angucken, also für den Unternehmer zählt nur die Profitrate, ne? Nicht die Mehrwertrate. Ist dann noch der Gewinn im Verhältnis zum vorgeschossenen Gesamtkapital. Man kann das jetzt auch in den Buchstaben von Marx dahin schreiben. Der Mehrwert im Verhältnis zu C plus V. Wisst ihr noch, was C und V ist? Konstantes und variables. Genau, konstantes und variables Kapital. Die heißen aus bestimmten Gründen ja so. Das konstante Kapital, das sind die Rohstoffe. Die Hilfsstoffe, also Energie und so ein Zeugs, und die Maschinerie, das Werkzeug. Und das bleibt konstant im Wert. Das heißt also, das Brett, was man in einen Tisch einbaut, das hat in dem Tisch genauso viel Wert wie vorher als Brett. Das wird ja nicht von selber mehr wert. Dass der Tisch teurer ist als die Bretter, die man braucht, liegt ja daran, dass sie zusammengefügt wurden. Also, dass da Arbeit dazu kam. Das Brett selbst setzt keinen weiteren Wert an. Kann es auch nicht, ist ja schon vergangene Arbeit, ist ja nicht mehr lebendig. Das Brett selber arbeitet ja nicht. Auch wenn man sagt, das Holz arbeitet. Das ist ja jetzt egal. Geld soll ja komischerweise auch arbeiten, aber ich habe da schon ein paar Mal zugeguckt, das macht es doch nicht. Also ist klar, ja. Ne? Also so ist es mit der Maschine. Die Maschine gibt Teile ihres Werts jeweils aufs Produkt ab, bis sie abgeschrieben ist. Man kann sich nach einem Produktionszyklus eine neue Maschine kaufen, die gleiche wieder. Aber die Maschine produziert keinen zusätzlichen Mehrwert, weil sie ja auch schon vergangene Arbeit ist, tote Arbeit. Die kann ja nicht wieder zum Leben erweckt werden. Neue Wertschöpfung entsteht nur durch neue lebendige Arbeit. Wenn man jetzt die Produktivkraft steigert und steigert und steigert, wir haben eben gesehen, man kann kein gleichwertiges Wirtschaftswachstum erzielen. Also dabei dann gleichzeitig Leute entlässt und entlässt und entlässt und mit immer weniger lebendiger Arbeit die gleiche Produktmenge herstellt wie vorher. Ja, dann hat man halt weniger Malocher im Betrieb. Jetzt will irgendwie, glaube ich, Bayer wieder mehrere tausend Leute entlassen. Also in diesen Entlassungen siehst du es ja immer, die produzieren ja nicht weniger, sondern die rationalisieren. Die können mit weniger Leuten das Gleiche herstellen. Das bedeutet aber, dass man immer weniger Leute hat, die Mehrwert produzieren bei der gleichen Produktmenge. Klar oder nicht? Marx nennt das organische Zusammensetzung, die steigt. Die organische Zusammensetzung ist das Verhältnis Verhältnis. Variables Kapital zu konstantem Kapital. Verkehrt rum, tut mir leid. Konstantes Kapital zu variablem Kapital. Das heißt, wenn man die beiden Kapitalteile nimmt, ist die interessante Frage, wie verhalten sie sich zueinander? 50 zu 50, 70 zu 30, 90 zu 10. Das ist relativ entscheidend für die Profitrate. Wenn man 90% konstantes Kapital hat, also Maschinerie, und mit hohem Produktausstoß und viel Maschinerie hast du auch viel Rohstoffverbrauch. 90%, sagen wir mal, und nur 10% Lohnkosten, also variables Kapital, dann kann die Ausbeutungsrate noch so hoch sein. Du hast eine relativ geringe Verwertung des Kapitals. Weil 90% des Kapitals sich nicht verwertet, sondern nur Bedingung des Produktionsprozesses ist, Produktionsmittel. Wisst ihr? Und dementsprechend ist es völlig verrückt, sind die Frühzeiten des Kapitalismus mit viel Handarbeit, diese ganzen Manufakturgeschichten oder so, oder eben auch die Wiederaufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als viel Maschinerie kaputt war, sind, was die Mehrwertrate angeht, relativ produktive Zeiten. Da hatte man hohes Wirtschaftswachstum, man hatte hohe Profite. Und die Zeiten, in denen die Technologie sehr ausgereift ist, wie jetzt heute, riesige Produktionsstraßen und computergesteuerte Industrieroboter und so weiter und so fort, sind die Profitraten relativ gering, weil sehr wenig lebendige Arbeit zugeführt wird. Diese lebendige Arbeit wird zwar mit einer Ausbeutungsrate von ungefähr so 300-400% ausgebeutet, aber es sind dann nur noch so ein paar Peoples, ne? Wir haben im Moment ungefähr 10 Millionen Leute, die nicht im normalen Arbeitsprozess sind. Wir hatten in den 50er Jahren zu wenig Leute, die da waren. Wir hatten mehr freie Arbeitsplätze als
Arbeitslose. Diese 10 Millionen, die Bevölkerung ist ja nicht gewachsen, sondern sogar ein bisschen geschrumpft. Diese 10 Millionen, die haben also 1950 alle diese, jeden Tag Mehrwert produziert. Und heute produzieren die keinen Cent Mehrwert mehr. Das hat Auswirkungen auf die Profitrate natürlich. Das heißt, die Profitrate sinkt und eigentlich sogar, also mal so eine Zahl, ein rasantes Beispiel, im rasanten Tempo. Als ich klein war, also vor 40 Jahren ungefähr, da sagte mir mal so ein SPD-Politiker, ja Mensch, da musst du mal überlegen, ein Arbeitsplatz kostet heute 40.000 Mark. Jetzt mal unabhängig von der idiotischen Ausdrucksweise, dass ein Arbeitsplatz so und so viel kostet. Eigentlich sagte der ja damit, also wenn man den Kapitalstock und die Arbeitsplätze sozusagen, also die Erwerbslosen, Quatsch, die Erwerbsstatistik nimmt, ein Malocher setzt Maschinerie, Werkzeuge für 40.000 Mark in Bewegung. Heute sind wir bei 250.000 Dollar, D-Mark, oh Quatsch, Euro, wo sind wir denn? Also nicht in den kleinen Klitschen, sondern da oben bei VW und so, ne? Müsst ihr mal überlegen. 40.000 Mark wären ungefähr 20.000 Euro, heute 250.000 Euro. Das ist mehr als das Zehnfache an C, also an Maschinerie. Da ist noch gar nicht der vergrößerte Verbrauch an Rohstoffen, den man ja mit so höherem Ausstoß hat, dabei. Es ist nur die Maschinerie. Aber das ist schon ziemlich beeindruckend, in welchem Tempo das sich verändert, dieses Verhältnis. Ne? Bei steigender organischer Zusammensetzung fällt die Profitrate. Logo? Weil einfach weniger Malocher im Produktionsprozess sind und Mehrwert schaffen. Das müsste eigentlich unglaublich schnell zur Krise führen. Also zur allgemeinen, man nennt das Ganze die allgemeine Krise des Kapitals. Auch wenn das DKP-Leute nicht so gerne hören, die haben gerade einen Artikel geschrieben, dass das Quatsch wäre. Es ist kein Quatsch. Und zwar kann man das ablesen an der Geschichte der Bundesrepublik ziemlich gut. Zu den Zeiten, in denen die Profitraten noch stimmten, dann machte man eine Wirtschaftspolitik nach Keynes, kennt ihr wahrscheinlich oder habt ihr schon mal gehört oder so, antizyklische Wirtschaftspolitik. Das bedeutete, man ging von Krisen sowieso aus, man ging davon aus, dass die Verwertung stimmt und versuchte die Krisen zu dämpfen, indem man viele Staatsaufträge zu Zeiten der Krise gab, Straßenbau, Schulen renovieren und so ein Kram, mit Kredit finanziert. Den Kredit, den zahlt man dann wieder in Boomzeiten ab. Wenn die Wirtschaft brummt, gibt es mehr Einnahmen aus den Steuern, dann zahlt man den Kredit ab. Und so sollte aus diesen scharfen Bewegungen flachere Bewegungen werden. Solche Wirtschaftspolitik hat man in der Bundesrepublik Deutschland gemacht bis Mitte der 70er Jahre. Da hat die Bundesrepublik ein technologisches Niveau erreicht, in dem die Verwertung nicht mehr stimmte. Ein Kumpel, den ich kenne, der so, ich habe von dem, glaube ich, schon mal erzählt, aus dieser Gasfirma da, wisst ihr noch oder nicht? Ist auch egal. Der hat mir mal erzählt, zu der Zeit, beim VW Golf sind noch 200 Mark über. Und das, da kriegt natürlich ein Konzernchef das Zittern, da gehen die Lichter aus. Das ist ja keine Profitrate mehr, das ist ja ein Witz. Wisst ihr? Also, da war ein Technologieniveau erreicht, bei dem man mit einer Wirtschaftspolitik, die die Nachfrage ankurbelt, nichts mehr retten kann am Kapitalismus. Man muss eine Wirtschaftspolitik machen, die die Profitraten steigert. Das heißt, also und die, das war damals die Schmidt-Regierung, Krise 1974-75, gab es eine neue, eine andere Wirtschaftspolitik. Nicht mehr die Nachfrage ankurbeln, sondern Erleichterungen, was die Arbeitsgesetzgebung angeht, das Arbeitsrecht und so, ne? Erleichterungen, was irgendwie, also Wegfall beispielsweise, kann nicht mehr vorgeschrieben, sonntags kriegst du 50% und Überstunden nach zwei. Natürlich, wird immer dran gedreht, aber da fängt das an. Vorher konnten sich das leisten, da nicht mehr. Man musste jetzt eine Wirtschaftspolitik machen, die sich auf die Produktivität der Rentabilität bezieht, wisst ihr? Also, die Verwertung verbessert. Und das kann man ja nur machen, indem man also Arbeitsgesetzgebung, wie gesagt, lockert und dem Kapital also sozusagen Bedingungen schafft, wie es besser ausbeuten kann. Das begann mit der Schmidt-Regierung 1974-75 und hat seitdem nicht mehr aufgehört, sondern nur rasant an Fahrt zugenommen. Das ist auch ein interessanter Punkt. Weil dieser Wechsel in der Wirtschaftspolitik, der zeigt den Beginn der allgemeinen Krise des Kapitalismus in der Bundesrepublik Deutschland an. Versteht ihr? Wenn der Staat eine Wirtschaftspolitik machen muss, die sich auf die Profite bezieht, dann weißt du, die Profite sind, also allgemeine Tendenz der fallenden Profitraten, die Profite sind so niedrig, dass das Kapital Probleme mit der Verwertung hat und die Verwertung muss verbessert werden. Seitdem befindet sich bei uns der Kapitalismus in der allgemeinen Krise. Das ist keine zyklische Krise, sondern das ist ein Verwertungsengpass. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge Dinge, die man tun kann. Die sind alle sehr ungemütlich.
Das sind die wichtigsten Sachen, die dann angegangen werden. Man muss die Verwertung verbessern, das funktioniert als erstes durch die verschärfte Ausbeutung. Ausbeutung kann man unterschiedlich verschärfen, durch Arbeitssätze, Intensivierung, Rewe und so, also die Verdichtung der Arbeitsprozesse, möglichst keine kleinen Pausen zwischendurch, nicht mal Luft holen dürfen, keine Zigarette rauchen dürfen. Haben wir in Massen, gibt es eine Menge Fachleute dafür, dementsprechend haben wir auch einen Haufen psychischer Krankheiten und so weiter, weil die Leute das nicht mehr aushalten. Schlafstörungen, Bluthochdruck, Depressionen hast du nicht gesehen, jede Menge. Also das steigt exponentiell im Moment. Das liegt an der Arbeitssätze. Zweitens, Verlängerung der Arbeitszeit, sowohl am Tag als auch im Leben. Wie gesagt, die 40-Stunden-Woche ist heute für die meisten, die einen Vollzeit-Job haben, nur noch ein Stück Papier. Sie müssen länger arbeiten. Eines der wunderschönsten Beispiele, wie sowas funktioniert und trotzdem noch so verdeckt wird, ist die Einführung der Pflegeversicherung. Könnt ihr euch noch erinnern? Wird die Pflegeversicherung eingeführt, noch paritätisch bezahlt, 50% Arbeitgeber, wie sie sich nennen, und 50% Arbeitnehmer, wie sie genannt werden. Aber es wurde dann gesagt, dafür muss der Buß- und Bettag weg. Also der Buß- und Bettag ist kein Feiertag mehr. Also haben alle am Buß- und Bettag gearbeitet. Alle diejenigen, die einen Arbeitsvertrag hatten, für null. Also du kriegst einen Monatslohn und du arbeitest im Buß- und Bettag. Das heißt, du arbeitest einen Tag ohne Lohnausgleich mehr. Das ist Arbeitszeitverlängerung. Von hinten durch die Brust ins Auge sozusagen, sehr geschickt eingefädelt. Aber geschickt gemacht, wirklich. Solche Tricks haben sie viele drauf. Dann die Lohnkürzungen, die machen sie ja auch sehr geschickt. Da gehen sie ja nicht hin und sagen ihrer Stammbelegschaft, so kriegst du jetzt 300 Euro weniger nächsten Monat. Sondern werden Leute entlassen, dann werden die Arbeitsplätze aufgeteilt, da gibt es Zeitarbeitsfirmen. Ne, und das wird sozusagen zerhäckselt, um an den Sachen vorbeizukommen. Oder man gründet eine zusätzliche Nebengesellschaft, die alle Arbeiter einstellt, die dann dem Tarif nicht unterliegt. Oder es gibt 1000 Möglichkeiten, wie man die Arbeitslöhne senkt. Und ich habe leider zu Hause vergessen, ich habe es gerade gelesen, wir sind noch, also was die letzten, vor 10 Jahren 100% haben wir noch immer nicht erreicht. Es geht jetzt gerade ein kleines bisschen hoch, aber nur ein kleines bisschen. Wir haben also so 5-6% ungefähr Reallohnverlust. Die sind da auch sehr geschickt. Ja, und dann haben wir natürlich noch so schöne Sachen wie, also, muss denn das Kapital unbedingt deiner Krankenversicherung genau paritätisch mitbezahlen? Nein, hat der Rösler jetzt ja festgestellt. Wir haben Kürzungen bei der Arbeitslosenversicherung, die Rente wird sowieso nicht reichen, du musst dich kapitalgedeckt noch kümmern und so weiter. Das heißt also, diese sämtlichen Transferleistungen, die man als kollektiven Teil des Lohns ja bezeichnet, da sind sie auch am Sägen ohne Ende. Amerikanische Verhältnisse herstellen. Das sind alles Dinge, wie man ganz direkt die Verwertung verbessern kann. Der zweite große Komplex, der ist noch ungemütlicher. Das sind die Rohstoffe.